Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Vegan Beauty Basket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Ina ist die Gründerin von der Vegan Beauty Basket, die alle 2 Monate erscheint. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, eine Box herauszubringen, die sehr, vegan, cruelty-free und irgendwie herzerwärmend ist, wenn ich das mal so sagen darf. Hier sind Produkte drin von Marken, die man einfach gar nicht so sehr kennt, wenn man, so wie ich, in dem generellen Mainstream so unterwegs ist. Und deswegen habe ich irgendwie gefühlt alle 2 Monate eine wundervolle Überraschung, die ich erleben darf. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, an dieser Stelle. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen, denn sie legt immer eine Box für euch zur Seite. Also, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, ich finde die wunderschön, ne? Das ist so ein sehr schlichtes, mattes Design. Hier haben wir das Logo von der Vegan Beauty Basket drauf und sie kostet ab 23,33, je nachdem, welche Abo-Form man wählt. Auch die November-Ausgabe ist tatsächlich noch verfügbar, denn, sie ist noch verfügbar. Gönnt euch hart. Finde ich ziemlich cool. Und das heißt, ihr könntet theoretisch diese Box auch nachkaufen. Das ist nicht immer der Fall. Hier haben wir dann einmal den entfernten Deckel. Herzlichen Glückwunsch. Und so sieht es dann immer aus, wenn man dann den Deckel abgenommen hat. Ist ziemlich cool gemacht. Also wir haben hier immer ein selbstgemaltes Kärtchen von der lieben Ina. Und dieses Kärtchen handelt immer irgendwie von ihrer Katze, was ich einfach traumhaft finde. Hier hat sie für mich auch hinten drauf geschrieben, viel Freude mit der Box und ein Herzchen mit dabei. Das ist immer so süß. Ich sammle diese Kärtchen auch. Dann haben wir hier noch die Produktkarte für den November mit drin. Und hier steht dann auch immer die Information, wenn es eine limitierte Box gibt. In dem Falle ja die limitierte Weihnachtsbox. Und die Produktinformationen sind dabei, die Preise sind aufgeführt. Und das finde ich immer ganz cool. Ist immer sehr simpel gestaltet, aber ist genau das, was man halt auch braucht in dem Moment, ne? Finde ich klasse. So, also hast du nicht irgendwie noch einen Schnickschnack dabei. Das Ganze ist immer eingepackt im Butterbrotpapier. Also man merkt einfach, wie viel Handmade Love damit beisteckt. Ne? Das ist Wahnsinn. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Ich konnte mir diesen Monat auch ein Produkt aussuchen. Ich glaube, das war ein Lippi. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Was habe ich mir da ausgesucht? Oder ein Highlighter? Müssen wir mal schauen, weil du kannst dir dann die Farbe zum Beispiel aussuchen oder wenn das irgendwie so ein Produkt fürs Gesicht ist, welches Bedürfnis du hast oder für die Haare, welches Bedürfnis du hast. Ne? Das finde ich immer sehr cool gemacht, dass man da einfach diese Flexibilität beim Boxenpacken halt hat. Ich nehme jetzt erstmal die Produkte hier raus, die nicht separat verpackt sind. Da habe ich einmal von We Love the Planet, das finde ich sehr interessant. Da hatten wir jetzt auch öfters mal in Adventskalendern die Deo-Sticks drin. Und hier haben wir den Lip Balm, der ist vegan, das finde ich super. Velvet Shine, 5,2 Milliliter sind hier drin enthalten. Und der sieht einfach aus wie so eine winzig kleine Version von den Deo-Sticks. Das ist cool, ne? Hier hast du den Lippenbalsam drin, kannst den dann hier quasi hochschieben. Und ist auch wieder ein festes Produkt. Riecht eigentlich soweit noch nicht wirklich viel. Ne? Ist ja auch ein sehr natürliches Produkt und da bin ich einfach gespannt. Pearly and Vegan Lip Balm. Das finde ich halt immer super, ne? Dass du dann halt auch irgendwie so einen Pearly Glow bekommst oder so. Das habe ich immer ganz gerne auf meinen Lippen, wenn ich einen Lippenbalsam verwende. Schön. Das gefällt mir doch. Dann habe ich hier das nächste Produkt drin und zwar von, das meinte ich, so eine Marke kenne ich nicht, Ölfaktorisch Cozy Rose, ein Körperöl Bio 50 Milliliter. Ich liebe Öle für den Körper. Ich liebe Rose. Das ist ja klasse. Also genau mein Produkt. Ich mag die Lady, die da drauf ist und sie hat so fancy geile Orangen- oder Zitronenohrringe, hat eine Rose im Haar und freut sich ihres Lebens. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass es eben von diesem Körperöl verschiedene Versionen gibt. Und je nachdem, welche Version du hast, ob das Rose ist, ob das irgendwie dieses Blumengedünsen ist oder ob das hier zitrisch oder Orange ist, das, ne, je nachdem ist dann quasi das Teil von der Lady angemalt. Fände ich ziemlich witzig, wenn das so wäre. Und ich verwende Körperöle einfach unheimlich gerne für meine Oberschenkel, für die Innenseiten, wo ich meine Schwangerschaftsstreifen quasi habe, also meine Wachstumsdehnungsfugen, die einfach da sind. Gegen Zellulite verwende ich sowas auch ganz gerne, einfach, ne, deswegen komplett Oberschenkel. Für meine Momo verwende ich sowas ganz gerne, wenn da keine Parfümstoffe drin sind. Und für meine Hupis verwende ich sowas auch ganz gerne.
Das enthält eine reichhaltige Pflege, ideal auch als auch als Massageöl. Genau, für zur Babybauchpflege in der Schwangerschaft geeignet. Das finde ich ja auch süß. Hier steht nichts von irgendwelchen Parfümstoffen drauf. Oh, guck mal, Vitamin E ist auch mit dabei. Das ist das Schönheitsvitamin und Cannabis Sativa Seed Oil. Hallöchen, Popöchen. Also Mandelöl, Himbeersamenöl, Hanfsamenöl, Rose, Mandarine Rot, Rosengeranie und Benzoe ist da wohl mit drin. Finde ich ganz interessant, ne? Also da steht nichts von Duftstoffen. Das heißt, ich kann das safe auch für meine verwenden. Yay. Also da habe ich echt Narren dran gefressen, ne? Mittlerweile auch verschiedene Öle so für meinen Körper zu nehmen, weil ich merke, dass es meinem Körper auch gut tut. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, den habe ich mir ausgesucht. Ich glaube schon. Puro Bio kommt in mein Fullface Beauty Boxen mit rein. Resplendent Illuminate Liquido, Liquid Highlighter, Liquid Stardust haben wir hier. Das ist ein flüssiger Sternenstaub in der Farbe 01. Und das dürfte ein flüssiger Highlighter sein. Ja, da gab es verschiedene Farben. Und ich habe mir den hier ausgesucht, kommt in der Pipette und ist einfach riesig. Oh mein Gott, also ich frage mich immer, ne, diese Liquid Highlighter. Hat einer von euch schon mal einen Liquid Highlighter leer gemacht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Für mich ein Ding der Unmöglichkeit fast schon. Und sowas, schöne Farbe, trage ich gerne. Wenn ich meine cremige Base so drauf gemacht habe und bevor ich mein Puder verwende, mache ich mir einfach einen flüssigen oder Cremelidschatten halt drauf. Oh, das hat auch so einen Rosé-Unterton irgendwie mit dabei. Wow, aber kein Glitzer oder sowas. Oh, das sieht schön aus. Sehr subtil, ne? So ein bisschen dieses Glow from below. Das kann ich mir echt gut vorstellen auf meinem Gesicht. Schöne Sache. Das mag ich gerne. Oh, guckt euch das an. Ne? Wie? Oh. Heieiei, mag ich. Finde ich klasse. Wie gesagt, kommt ins Fullface Beauty Boxen. Da sammle ich halt immer die Produkte, die ich in Beauty Boxen aus dem jeweiligen Monat halt drin hatte. Ne? So die ganzen Schminki-Sachen und mache daraus ein Fullface Schminki. Um einfach mal zu gucken, wie die so performen. Weil auf der Hand zu swatchen und wow sagen kann ja jeder, ne? Mal gucken, wie man das dann ins Gesicht bekommt. Nee, finde ich klasse. Dann haben wir hier noch zwei Produkte drin, die separat eingepackt sind. Da habe ich hier mal Swin Base. Okay, was ist das? Eine Creme wahrscheinlich, oder? 60 Milliliter sind hier drin enthalten. Swin hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Goodiebox mit dabei. Also das ist eine, ich glaube, eine etwas nordische Marke. Hier steht nicht so viel. Doch, da. Nein. Swin Base oder Swin Liquid Drops. Hä? Weiß ich nicht. Das Duo für zarte Winterhaut. Achso, da kommt gleich noch was anderes. Ah, okay, das scheint aber wirklich deine Creme zu sein. Ja, ist hier noch verschlossen. Riecht so nach nichts. Ich lasse die auch zu, weil du kannst ja immer nur 12 Monate offen haben, genau. So schnell bin ich tatsächlich nicht im Aufbrauchen. Und das ist ein richtiger Glastiegel. Das finde ich schon mal richtig, richtig cool. Ich mag sowas. Und hier haben wir dann die dazugehörigen Drops wahrscheinlich, oder? Ja, sehr cool. Liquid Drops Lip. Hä? Für die Lippen? Ich muss mir das gleich mal angucken. Hier sind 15 Milliliter drin enthalten. Und dann schauen wir gleich mal, was in dem Heft hier drin steht zu der Anwendung, weil da kann ich mir noch nicht so mega viel drunter vorstellen. Das Duo für zarte Winterhaut. Der besondere Wirkkomplex der reizarmen Basispflege von Swin verleiht den Lipid Drops eine intensive Tiefenwirkung. Für jeden Hauttyp geeignet. Hergestellt in Deutschland, parfümfrei und vegan. Eine kleine Menge Base mit 2 bis 3 Tropfen, das hört sich nach Beauty Mates an, Leute, Lipid Drops zu einem frischen Gel vermischen, morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Lipid Drops können auch pur angewendet werden. Unser Tipp, trage die Base in 2 dünnen Schichten auf, in 2, wow, und spüre, wie die Wirkstoffe in die Haut einziehen. Entdecke und kombiniere verschiedene Swin Drops für deine individuellen Hautbedürfnisse. Sehr interessant, also das ist tatsächlich halt auch so ein bisschen dieses, ne, wie ich schon sagte, Beauty Mates Gedünsen, also von der Idee her. Lipid Drops, das ist dann wahrscheinlich für Feuchtigkeit und das ist dann halt einfach die generelle Pflege und das zusammen kombiniert dann aufs Gesicht. Mal gucken, vielleicht teste ich das wirklich dann einfach mal aus, um zu gucken, wie das so funktioniert. Also das hier war jetzt schon der Inhalt der Box, aber ich finde ihn gelungen. Wir haben echt schöne Produkte hier drin enthalten, dekorative Kosmetik und Pflege, ein bisschen was für den Körper, ein bisschen was fürs Gesicht und das ist halt einfach eine schöne Kombination,
die mir gefällt. Und da muss ich wirklich meinen Hut vor der lieben Ina ziehen, denn die haut einfach jedes Mal so viel Liebe in ihre Boxen rein und so viel, ne, Herzblut und so. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, muss ich an dieser Stelle erwähnen. Und ich lobe sie halt immer wieder in meinen Unboxings bis in den Himmel, weil sie einfach eine krasse Frau ist, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!